Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Mad Gaming in Office und zwar mit dem AMD Gaming Mad Mai 2024 für 1.445,29 €. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort den Code ein und dann habt ihr ein aktiviertes Windows. Dieses System wurde mir vorgeschlagen von Anton bei uns im Videovorschlägekanal im Discord und den schauen wir uns jetzt mal an. Und bevor jetzt jemand schimpft, ja, ich weiß, es ist wieder ein AMD-System, es ist wieder der 7500F und es ist auch ungefähr die gleiche Preisklasse wie bei den letzten beiden Videos, aber der ist halt sehr nachgefragt. Ihr schickt die Links ja ein. Ich pull mir das ja nicht irgendwie aus dem Ohr oder so, sondern die sind halt bei uns in den Videovorschlägen drin. Was soll ich machen? Ich kann natürlich schauen, dass ich demnächst mal ein Intel-System nehme, das vielleicht dann auch wieder ein bisschen teurer ist, wenn da irgendwie Interesse dran besteht, falls ihr nicht nur zocken wollt, sondern noch andere Sachen macht. Da ist Intel immer noch ganz gut dabei. Fürs reine Zocken ist AMD halt gerade vorne. Aber gehen wir jetzt mal auf das System ein, beziehungsweise erstmal auf das Bild. Das Bild ist das ganz normale Gehäusebild, das passt schon so. Der Prozessor ist, wie in den letzten zwei Videos auch, der AMD Ryzen 5 7500F. Der hat 6 Kerne, 12 Threads, 65 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR5 5200 MTS. Könnt ihr, wie immer, ganz easy mit 6000 laufen lassen. Falls euch so ein System bauen solltet, nehmt 6000er RAM, CL30, dann seid ihr gut dabei. Was ich auch immer wieder dabei sage, wenn ihr streamen wollt, nehmt lieber einen 8 Kerne. Also ich würde es so machen. Ich hatte jetzt im letzten Mal ein paar Kommentare gelesen, 6 Kerner geht auch. Natürlich geht das, klare Sache. Ich gehe mal auf Nummer sicher, nehmt einen 8 Kerner, weil ihr habt noch Zusatzprobleme. Programme und so weiter am Laufen. Hier sind wir auch auf der aktuellen AM5-Generation. Ihr könntet auf dem Mainboard, was hier dabei ist, sogar noch ein 7800X3D oder so draufschmeißen. Das ist auch kein Problem. Ich hatte letztes Mal auch einen Kommentar gelesen, wenn der Prozessor günstiger ist als das Mainboard, ist das kein gutes Zeichen. Naja, man kann halt später gut erweitern. Aber da kommen wir gleich zu, schauen wir uns das Board dann später mal an. Und der Prozessor kostet 155 € bei Mindfactory. Jetzt sind wir auch schon beim Mainboard. Das ist ein Gigabyte B650 Gaming XAX. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier noch 2 weitere SSDs, hier kommt die Grafikkarte rein und dann habt ihr 2 Erweiterungsslots für unter anderem eine Capture Card. Ihr könnt da auch noch eine zusätzliche Audiokarte anschließen, ihr könntet mit einem Adapter noch eine SSD anschließen, also die haben wirklich viele Einsatzmöglichkeiten. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, 3x USB 3.0, 3x USB 2.0, 1x USB 3.1, USB Typ C ist mit dabei, dann haben wir noch die Onboard-Grafikanschlüsse, die ihr mit dem Prozessor nicht benutzen könnt, weil es ist ja ein 7500F, WLAN- und Bluetooth-Antennenanschluss und PS2-Anschluss werdet ihr sehr wahrscheinlich auch nicht benutzen. Das Board ist erstmal völlig okay. Wenn ihr mit der Anzahl der USB-Anschlüsse auch klarkommt, ist schon mal fein für euch. Spielt ungefähr in der Liga, wo auch diese MSI-Boards aus den letzten Videos spielen, auch preislich gesehen und von daher, da könnt ihr hinterher sogar noch ein 7800X3D draufschmeißen, wenn ihr da Bock drauf habt. Und das kostet 185,59 € bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein MSI Mac Forge 320R Airflow. Das bringt schon 320 mm Lüfter in der Front mit ARGB beleuchtet und auch einen Hecklüfter ARGB beleuchtet. Hat eine Meshfront, ist auch wieder so ein Glaskasten, muss designtechnisch euch gefallen und nicht mir. Technisch gesehen ist es einwandfrei. Ich hatte es jetzt persönlich noch nicht da. Wie die Verarbeitungsqualität ist, da kann ich nichts zu sagen, aber designtechnisch, es hat Löcher vorne drin und Lüfter. Reicht. Und das kostet 69 € bei Mindfactory. Bei der Grafikkarte wissen wir sogar, was wir bekommen. Es ist eine Gigabyte GeForce RTX 4070 Super WinForce OC 12 GB. Das ist wirklich selten, dass man weiß, was man bekommt. Bei den meisten Systemintegratoren kann man sich natürlich fest eine aussuchen. Das kostet meistens Aufpreis. Hier weiß man, die ist festgeschrieben, das passt soweit. Die 4070 Super, ja, reicht für Full HD und auch WQHD Gaming 4K. Müsst ihr mal so ein bisschen gucken, was ihr spielen wollt. Wollt ihr Raytracing benutzen? Wollt ihr DLSS benutzen? Welche Spiele sind das? Optimierungstechnisch auch ganz wichtig. Guckt euch einfach den FPS-Test in der Videobeschreibung an. Und die kostet 635 € bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein BeQuiet PurePower 12M 550 Watt RTX 3.0. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und vollmodular. Also erstmal RTX 3.0, das heißt der neue Stecker ist für die neuen Grafikkarten mit dabei, dieser 12 Volt High Power Anschluss. Das ist schon mal nice to have.
550 Watt sollte man jetzt meinen, ist ganz schön wenig, reicht aber tatsächlich aus. Denn die Grafikkarte ist mit 220 Watt angegeben und der Prozessor, wie eben schon gesagt, mit 65 Watt. Dann habt ihr noch so ein bisschen Klimbim, also die Lüfter verbrauchen ein bisschen was, die RGB-Beleuchtung ein bisschen was, von den CPU-Kühler der Lüfter auch und das Mainboard ein bisschen und so und die SSD. Aber das reicht für das System tatsächlich dicke. Kommt ihr jetzt auf die Idee, ein 7800X3D darauf zu schmeißen? In Kombination mit einer 4090 würde ich das partout sein lassen. Aber hier in dem System passt es halt. Ist nicht ganz so zukunftstauglich wie jetzt die anderen Systeme vom letzten Mal, wo 650 Watt oder 750 Watt drin waren. Aber ja, es passt. Und qualitativ kann ich da sowieso nicht meckern. Ist in Ordnung. Und das kostet 82,08 € bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher sind G-Skill Flair X5 Schwarz Dim Kit 32 GB DDR5 6000 MTS CL30. Ja, was soll ich sagen, nehmen wir auch andauernd. 6000er, CL30, AMD Expo ist mit dabei, steht auch hier unten. 32 Gig, ja, reicht völlig aus. Hat jetzt keine schickimicki RGB-Beleuchtung oder so. Wem das wichtig ist, nimmt jetzt anderen, aber wir nehmen meistens auch den. In der Preisklasse 100%ig in Ordnung. Und der kostet 123,15 € bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist ein Arctic Freezer 36A RGB schwarz. Der ist auch tatsächlich nur für AM5 und AM4 geeignet, also Intel könnt ihr damit schon mal vergessen. Arctic hat andere für Intel, der ist wirklich nur für AMD. Er ist schwarz, ist RGB-Beleuchtung. TDP-technisch reicht das auch ganz dicke, weil der Prozessor sich nicht viel zieht. Ist in Ordnung. Ist jetzt natürlich keine schickimicki Wasserkühlung oder so. Wenn ihr das wollt, müsst ihr euch das umkonfigurieren oder woanders kaufen, whatever. Aber er reicht aus. Und der kostet 25,40 € bei Amazon über Arctic. Die Festplatte ist eine MSI M390 NVMe M.2 1 TB. Das ist dann in dem Fall die MSI Spatium M390, hat eine Lesegeschwindigkeit von 3300 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB die Sekunde. Reicht für einen Gamer dicke aus. Ob ihr mit 1 TB klarkommt, müsst ihr wie immer für euch entscheiden. Ich finde es noch in Ordnung in dem Preisbereich. 2 TB hätte ich wieder lieber gesehen, klar, aber es ist okay. Natürlich gibt es auch SSDs, sage ich auch immer wieder dabei, die jetzt 7000 MB die Sekunde oder so schaffen, aber ihr werdet es nicht brauchen als Gamer. Solltet ihr häufiger Sicherungen von eurem Betriebssystem oder euren Dateien machen oder ihr verschlüsselt oder ihr entpackt und packt Dateien und solche Geschichten, dann ist eine schnelle SSD wirklich sinnvoll, beim Zocken eher nicht so. Und die kostet 68,89 € bei Mindfactory. Betriebssystem ist Windows 10 Pro, Upgrade selbst möglich. Ist jetzt hier im Falle von AMD gar nicht so schlimm, bei Intel wäre es doof gewesen, weil Windows 11 kommt besser mit dem Performance- und Efficiency-Kern, klar, Windows 10 reicht ja aber und ihr könnt es halt selber upgraden, wie es auch da stand. Und das kostet 39,95 € bei MyOEM. Das wird immer teurer, ne? Was wir auch noch dabei haben, gut klar, das Betriebssystem, Installation aller wichtigen Treiber, das machen die meisten Systemintegratoren, Update auf neueste Windows-Version sowie BIOS-Update. Also neueste Windows-Version wäre dann ja Windows 11 und da steht, das Upgrade soll man selbst machen. Deswegen bezieht sich diese Aussage sehr wahrscheinlich auf Windows 10, dass man da das aktuellste Windows 10 nimmt. BIOS-Update machen auch sehr viele SIs, Einstellung der Lüfterkurve aller Lüfter für einen flüsterleisen Betrieb, naja, meistens ist es vorgefertigt im BIOS, dann nimmt man dann das Silent-Profil, dann ist es halt eingestellt, genauso wie das XMP-Profil, ist auch nur ein Klick, aber ist schön, dass sie es machen, machen auch die meisten SIs. 24-Stunden Stresstest für CPU, RAM und Grafikkarte ist nicht so selbstverständlich. Wo ich es weiß, ist es bei Krotus. Der hat auch immer so ein Diagramm dabei, da kann man sich das angucken. Aber das machen nicht alle, können auch nicht alle. Wenn das so Größenordnungen sind wie Dubaro oder so, wenn die jeden PC da 24 Stunden raffeln lassen sollen, dann brauchen sie keine Heizung mehr. PC anschließen und sofort loslegen, ja, das ist okay. 24 Monate, Herstellergarantie, das ist Standard. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1384,06 €. Und das System kostet 1445,29 €. Da seid ihr jetzt bummelig beim Aufpreis von 60 € für Zusammenbau und Garantie und den ganzen Quatsch. Ja, reiht sich mit den anderen ein. Benz Hardware-PC war irgendwo bei 70 € Aufpreis, Systemtreff hatte 45 €, der hier hat jetzt 60 €. Das ist schon völlig okay. Wir brauchen echt mal wieder Systeme, die arg überteuert sind. Ich glaube, ich muss bei Hightech nochmal vorbeischauen. Hä? Nein, aber ganz im Ernst. Völlig in Ordnung, das Angebot. Ich hätte vielleicht ein stärkeres Netzteil gewählt, aber preislich gesehen war die Luft halt auch nicht mehr da. Klar, ein stärkeres Netzteil kostet 20 € mehr, dann haben sie nur noch 40 € Unterschied. Hätte man machen können, ja, ich lasse denen das jetzt aber, weil 60 € ist echt nicht viel. Natürlich haben die Einkaufspreise, brauchen wir nicht drüber reden. Die kaufen diese Gehäuse in großen Stückzahlen und Netzteile, dann kriegen sie die günstiger. Aber auch diese 60 € sollte man denen lassen. Wäre jetzt halt so ein Punkt für mich gewesen. Ne, hätte ich ihn selber konfiguriert, dann hätte ich ein stärkeres Netzteil genommen, einfach nur wegen Zukunftssicherheit. Aber so standalone, wie er da ist, ist er völlig in Ordnung. Gut, das wäre es dann wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.